Kennen Sie noch den Zappel-Philipp? Mit einer solch klaren, um nicht zu sagen banalen Diagnose konnte sich die Fachwelt nicht zufrieden geben. Da klingt das Wort Hyperaktivität schon gebildeter. Bald reichte auch das den Psychologen nicht mehr. Sie begannen ihre Klientel weiterzufassen und ersannen den Begriff ADHS, der neben Hyperaktivität auch Aufmerksamkeitsstörungen und Impulsivität umfasst. Es dauerte nicht lange, da merkten sie, dass es auch impulsive, also lebhafte Kinder gibt, die gar nicht hyperaktiv sind. Die leiden jetzt an ADS, dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das kennen wir aus der Schulzeit. Die Störung befiel die Klasse, wenn es der Lehrkraft an Fachwissen und Befähigung mangelte. Da kam dann Unruhe auf. Heute gibt es dagegen Psychopillen und Therapien für die Schüler. Aber warum nur Kinder therapieren? Schon reiten die Pillendreher auf ihren hyperaktiven Goldesel vom Kindergarten bis ins Altersheim. Dort gibt es jetzt auch Aufmerksamkeitsstörungen. Unaufmerksame Greise bekommen die gleichen Medikamente wie der Zappel-Philipp. Seltsam. Früher verschwand bei Kindern die Hyperaktivität, sobald sie in die Pubertät kamen. Wie schafft man es dann, Therapien an beschwerdefreie Erwachsene zu verkaufen? Ganz einfach. Bei denen sieht die Hyperaktivität ganz anders aus. Leitsymptom ist Ineffizienz bei der Arbeit, also eine Volkskrankheit. Ein weiterer diagnostischer Hinweis: unruhig bei langen Konferenzen. Die gemeine Schnarchnase pflegt zustimmend zu nicken und dann einzunicken. So gut wie sicher ist die Diagnose ADHS, wenn der Mitarbeiter durch unpassende Kommentare auffällt. Wer aufmüpfig ist, auf den wartet alsbald die Spritze. Oder schlimmer noch, gesunde Ernährung. Da den Zappelfilippen unter den Kindern therapeutisch nur schwer beizukommen war, aber die Beteiligten massiv belastete, sahen Ernährungsberater ihre Chance. Anfangs verdächtigten sie die Phosphate im Essen und erkannten in Unkenntnis der tatsächlichen Gehalte Cola und Wurst als Gefahrstoffe. Dann gerieten die künstlichen Farbstoffe in den Fokus. Viele wurden sogar EU-weit verboten, um Kinder vor Hyperaktivität zu schützen. Doch die Zahl der Betroffenen stieg weiter. Weil das Essen bekanntlich an allem schuld ist, aber keine Diät wirklich half, wurden die Mütter schließlich aufgefordert, selbst zu kochen, um die Kost der Kinder besser zu kontrollieren. Und das half. Vermutlich weniger, weil dann keine bösen Zusatzstoffe mehr drin waren, sondern weil sich die Mutter um ihr Kind bemühte. Wenn dieses sieht, Mama steht jeden Tag eine Stunde am Herd, nur für ihr Liebstes, dann wirkt das oft Wunder. Kochen ist eine wirksamere Zuwendung, als Kinder pädagogisch wertvoll zu bespielen. Verbreitet ist die These, Zucker sei für hyperaktive Kinder Gift. Ich zitiere die Fachwelt: der ständige Zucker kann Kinder aufputschen, macht sie rastlos, überdreht, aggressiv und stört ihre natürliche Konzentrationsfähigkeit und Ausgeglichenheit. Je nachdem, einmal macht Zucker aus Kindern dicke, träge Trauerklöße, ein andermal aggressive Zombies. In der zuckerlastigen Adventszeit dürfte es dann ja rund gehen. Nur gemerkt hat es bis heute noch keiner. Phrasen gegen Süßes werden von einem ernährungsbeflissenen Publikum gern gehört, dem der Zeitgeist ungebremst durch die aufgestellten Lauscher pfeift. Die Blutzuckerkurven verlaufen bei jedem Menschen anders und sie schwanken von Tag zu Tag. Viel hängt vom Stress ab, vieles von der Enzymausstattung, vor allem den Amylasen, und natürlich vieles vom präabsorptiven Insulinreflex. Wer über keinen präabsorptiven Insulinreflex verfügt, hat meist keinen sonderlichen Appetit auf Süßes. Anders bei hageren Kindern. Aufgrund ihres angespannten Wärmehaushaltes, ihres geringen Unterhautfettes, sind sie hinter Süßem her. Sie brauchen schnell Energie und sie kommen damit dank eines angepassten Stoffwechsels in aller Regel gut zurecht. Jede Ernährungsberatung, die Kalorienphobie verbreitet, ist für Kinder Gift und sorgt für Schulfrost. Hagere Kinder, die Hunger haben, werden zappelig.
Da zudem viele Kinder morgens keinen Appetit haben, brauchen sie spätestens zur ersten Pause was zu futtern. Statt des unpassenden Frühstücks würden die meisten aber einen Kakaodrink zu sich nehmen, vor allem mit Vollmilch. Damit wurde manch ein hyperaktives Kind, das den Unterricht terrorisierte, zu einem freundlichen, eifrigen Schüler. Es war also gar nicht hyperaktiv, sondern nur hungrig. Dank der Therapeuten glauben sie aber, sie seien krank. Dank der Psychopillen rutschen sie immer tiefer ins Unglück. In diesem Zusammenhang sei noch eine ähnliche Form unkontrollierter Bewegungen erwähnt, die ein bisschen an Hyperaktivität erinnert. Die Zappelei tritt spontan von einem Tag auf den anderen auf und meist klagen die Kinder vorher über Halsweh und Husten. Ursache ist ein Erreger namens Streptococcus pyogenes. Hier wirken Antibiotika gegen das Zucken und Zappeln Wunder. Einstmals verschwand die klassische Hyperaktivität in der Pubertät. Warum eigentlich? Ganz einfach. Die Jugendlichen fingen an zu rauchen. Daran hat sich offenbar auch die Pharmawirtschaft orientiert. Nikotin wird bei Tierversuchen als Maßstab für die Wirksamkeit neuer Medikamente für ADHS herangezogen, da es die Aufmerksamkeit steigert. Nikotin selbst ist nicht patentierbar und noch dazu viel zu billig, um damit gesunde Geschäfte zu machen. Das Rauchverbot zahlt sich aus. Vor wenigen Wochen wurde unser Horizont in Sachen Hyperaktivität erweitert. Ein Pädiater aus Pittsburgh in den USA hat gezählt, wie viele geimpfte und ungeimpfte Kinder im Laufe der Jahre seine Praxis aufgrund gesundheitlicher Beschwerden aufgesucht hatten. Insgesamt wurden die Daten von über 3000 jungen Patienten ausgewertet, gut 560 waren ungeimpft. Die Unterschiede in den Erkrankungsraten waren erstaunlich. Am eindeutigsten war das Ergebnis bei Hyperaktivität. Von den geimpften Kindern litten später etwa 5% an Hyperaktivität, von den ungeimpften kein einziges. Diese erste Analyse erlaubt keine abschließende Bewertung. So haben familiäre Katastrophen wie eine Scheidung massive Auswirkungen auf Kinder und ihr Verhalten. Vielleicht haben impfskeptische Eltern den Gebrauch des Smartphones ihrer Kinder besser im Blick. Auch wäre interessant zu erfahren, ob es bestimmte Impfstoffe sind, die mit der Hyperaktivität korrelieren. Auf eine Klärung werden wir wohl vergeblich warten, denn auf die Veröffentlichung erfolgte ein Berufsverbot. Da wird sich so schnell niemand mehr mit ähnlichen Ergebnissen in die Öffentlichkeit oder Fachpresse wagen. Da hat einer offenbar ins Schwarze getroffen, ins Rabenschwarze.